Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire und wir stehen hier gerade am Pier. Am Pier nennt man ja. Das? Pier, also nicht Bier, sondern am Pier. Wir fahren nämlich heute mit dem Katamaran. Wir chartern das heute für einen ganzen Tag und werden was richtig Geiles erleben. Ja. Wir gehen zu Pippi Island. Wir gehen zu Pippi, also zu Fifi Island. Zum Monkey Island. Wir werden schnorcheln. Wir werden schnorcheln. Wir werden ganz viel Bier trinken. Wir haben gerade Bier gekauft. Und wir werden es uns gut gehen lassen. Wir werden es uns richtig gut gehen lassen. Und wahrscheinlich einen richtig, richtig geilen Tag haben. Und wir schmieden noch Pläne, was wir so morgen noch so machen. Werden wir nicht. Ja, in dem Sinne, machen wir uns das erste Bier auf, oder? Na, freilich machen wir uns das erste Bier auf. Ganz wichtig, wenn ihr wisst, dass ihr gleich mehrere Stunden auf einem Katamaran seid, dann geht vorher nochmal auf die Toilette. Dann auf dem Boot oder auf dem Katamaran weiß man nie, wie die Gegebenheiten sind. Klar, klein geht immer im Wasser, aber groß, schwierig. Und Basti, wie findest du die private Bootstour bis jetzt? Bisher ziemlich scheiße. Kein Trinkgeld. Okay, das ist scheinbar unser Boot. Was? Okay. Eieiei. So, Freunde, der erste Eindruck. Hier kann man sich hinlegen. Da kann man sich auch hinlegen. Da ist das Katamaran. Und die Rückseite, die müssen wir da nochmal anschauen. Und wie sehe ich aus? Schick, oder? Ja, die Westen hier müssen wir leider am Anfang anziehen. Das ist so eine Vorschrift hier in Thailand, aber nur die ersten 100 Meter. Und wenn wir draußen sind, können wir die Gott sei Dank wieder ausziehen. Simon? Ja? Warum sind wir hier eigentlich auf so einem billigen Katamaran und nicht auf irgendeiner Yacht? Weil wir zu wenig Geld haben. Wir haben einfach zu wenig Geld. Deswegen geben wir so Gas, dass wir uns irgendwann eine Yacht leisten können. Und jetzt können wir uns noch keine Yacht leisten, oder was? Naja, wir könnten uns das schon leisten, aber es würde uns halt irgendwo noch ein bisschen wehtun. Leute, jetzt mal ein kleiner Tipp, wenn ihr in Thailand seid und ihr euch nicht sicher seid, ob das jetzt ein Ladyboy ist oder eine Frau. Es gibt ein schönes Sprichwort, das heißt, wenn sie einen Apfel hat, hat sie auch eine Banane. Also schaut immer auf den Apfel, hat sie einen Apfel, dann hat sie sehr wahrscheinlich auch eine Banane. Ganz einfach, oder? Hast du noch irgendwelche Tipps, wie man das erkennt? Ja, man kann auch auf die Hände gucken. Bei den Händen sieht man es auch ganz gut, wenn die große Hände haben, dann ist es eigentlich eindeutig. Oder halt an der Stimme. An der Stimme kannst du es auch gut erkennen. Also Leute, ich habe im letzten Video gesagt, dass die Straßen sehr schlecht sind und es trifft leider auch hier aufs Meer zu. Also ist alles ein bisschen schlecht geteert hier. Es wackelt ganz schön. Also ein bisschen schlecht geteert. Da fährt es sich auf dem Mittelmeer schon sehr viel angenehmer. So Leute, kleines Zwischenfazit. Dem Basti geht es nicht so gut. Dem Simon auch nicht. Geh wieder. Ja, ja. Okay. Ich habe auch gerade gekotzt. Er hat auch gerade gekotzt. Ja. Titel des Videos wird sein, Bootstour geht schief. Schaut gerade nicht so gut aus. Simon, auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht's dir gerade? 1 ist schlecht. Ja. Dann bin ich wieder bei einer soliden 7. 7 ist gut, ja. Basti ist gerade bei einer 1. Hey, Basti, stell dir vor, Bitcoin bricht ein All-Time-High. Das stimmt, wir haben gesagt, wenn Bitcoin all-time high bricht, müssen wir Bier trinken. Das Ding ist, wir buchen eine private Bootstour, da geht man natürlich mit Erwartungen ran. Es wird ein richtig geiler Tag, wir allein auf dem Boot, es wird absolut geisteskrank. Und jetzt fahren wir einfach 4 Stunden zu den Fifi Islands, einfach 4 Stunden geradeaus, richtig krasse Wellen. Und man hofft einfach nur, dass es gleich vorbei ist. Geil, oder? Und andere sitzen jetzt in Deutschland in einem kühlen Büro. Manchmal ist das Leben echt schwer. So, circa 90 Minuten oder 2 Stunden später. Der Basti hat sich da hingelegt auf die Bank. Dem geht es wieder einigermaßen gut. Und die gute Nachricht ist, es ist Land in Sicht. Das da vorne sind die Fifi Islands. Und irgendwo ist auch der James-Bond-Felsen, oder? Keine Ahnung. So, Basti, wie geht's dir? Ja, es geht jetzt wieder ein bisschen besser. Vorhin war es richtig schlimm, aber jetzt geht es eigentlich wieder. Wir haben uns echt zwischenzeitlich ein bisschen Sorgen gemacht, aber jetzt sieht er echt wieder gut aus. Da machen wir das Beste drauf und sind wir ja gleich da. Eben, dann gibt es da kaltes Bier und es ist echt nicht mehr weit. So, den Fisch. So,
So Leute, leider kein Fisch, nur eine Plastiktüte. Ah, so eine Bootstour ist echt ein schmaler Grat zwischen absolutes Paradies und der Hölle. Krass, wie schnell sich das ändern kann. Jetzt ist es wirklich ein Traum. Und da vorne sind einfach die Phi-Phi Islands. Stellt euch mal vor, mit so einem Segelboot einfach den Atlantik durchqueren. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, ein paar Wochen, ein paar Monate. Oh, es wäre schon wild irgendwie. Erster Halt, Maya Beach heißt es hier, glaube ich. Und da werden wir jetzt erstmal ein bisschen schnorcheln gehen. Das Wasser da vorne ist nämlich richtig krass türkis. So Leute, jetzt geht's ins kalte Wasser, ach nee, ins warme Wasser. 30 Grad hat das Wasser. Hey, willst du deinen Kajitar und Brille? Nee, ich kann hier eh nicht rein. Die Kamera hat 3000 Euro gekostet. Boah, ich habe Angst, dass ich die Kamera fallen lasse. Ich würde es echt gern rein, ne? Aber die Kamera ist halt im Wasser fest. Fuck! Schwerner Spaß, aber das ist eine GoPro, deswegen in dem Sinne. 3, 2, 1. Es wird geschnorchelt. Ah, Leute, ich will weg hier. Es sticht, es piekst alles. Qual! So Freunde, herzlich willkommen im Paradies. Es gibt eine Cola und es gibt richtig schön Wassermelone bei 30 Grad auf dem Katamaran. Wir waren gerade tauchen, sind ins Wasser gesprungen, wurden von Quallen gepiekst, gestochen, was weiß ich was. Film ist geil. So Basti, was fehlt jetzt hier noch? Was wohl, ihr wisst doch alle. Eine schöne Frau. Eine schöne Frau fehlt. Ja. Aber nur zum Kuscheln. Nur zum Kuscheln. Ja. Boah, das wäre schon entspannt jetzt hier. Ja. Will irgendjemand mit uns die nächste Bootstour machen? Schreibt es in die Kommentare. Worum geht's gerade? Ob wir nochmal nach Koh Samui fliegen. Also Leute, ihr habt's gehört, wir haben uns spontan dazu entschieden. Also noch nicht 100% nicht, aber eventuell fliegen wir nach Koh Samui für ein paar Tage. Genau. So, aber jetzt geht's erstmal zu Monkey Island. Da gibt's ganz viele tolle Affen. Und ich hoffe, die klauen nicht meine Kamera. So, ja, wir brauchen ein Leben weiter.